Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder von der Ellerbach V2 im Privatumbau an unserem Hof Kneisel im Realismus-Selbstversuch Terra Life Plus. Ja, wir haben in der letzten Folge hier vorne unsere neue Heizung installiert, neue Einnahmequelle, und wir beheizen das Ganze tatsächlich mit Manure. Das wird getrocknet, gehäckselt, verbrannt, und die Abwärme nutzen wir einerseits für unseren Hof, verkaufen das aber auch an die Gemeinde. Soweit, so gut. Heute steht Ballenpressen auf dem Plan. Wie immer habe ich mir meine Ballenpresse vom Maschinenring geholt, und deswegen können wir gleich direkt reingehen. Heute gehen wir mal mit dem neuen 26 auf die Reise. Waren wir schon lange nicht mehr unterwegs, wie Sie sehen. Unser Honig ist auch schon fleißig dabei zu produziert werden. So, und dann gucken wir mal, wie viel zusammenkommen. Wir denken diesmal bitte gleich direkt dran, die Größe zu einstellen. So, da machen wir nämlich diesmal gleich 180er. Dann haben wir nämlich das auch schon mal erledigt, weil nachher vergesse ich es. ADHG. Jetzt bin ich nur gespannt, habe ich das Folien-Add-on noch drin oder nicht? Boah, Heiligsblechle. Mich dünkt's, wir haben es, glaube ich, ohne konfiguriert, auch wenn es angezeigt wird, ne? Boah, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, muss ich ehrlich gestehen. Rizur, komm. Zeit ist Geld und Geld haben wir keins. Menschens Kinder noch einmal. So, komm, wir fahren gleich hier rein. Dann können wir das Ganze mal ausklappen. Zuerst müssen Ballenpressen, Netzfolie aufgefüllt werden. Okay, also dann müssen wir das tatsächlich als erstes machen. Ja, Heiligsblechle, das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Okay, haben wir da etwas am Hof? Ich weiß es gar nicht mehr, ob wir da noch was vorhanden haben. Mich dünkt's. Wir haben unten beim Händler noch was stehen. War da hinten im Lager noch was? Hier, das ist unser Altlager, das ist nur Leergut, das müssen wir uns merken. Und das andere Lager haben wir ja jetzt rübergepackt, soweit alles. Haben wir hier noch irgendwie? Da haben wir noch was, guck mal. Was haben wir hier? Netzfolie. Ordnung ist halbe Leben. Apropos hier hinten, ne, unser neues Gerät. Da habe ich auch schon richtig Bock, das mal in Einsatz zu sehen. So, die altbekannte Leier geht wieder los. Ich bin gespannt, ob wir es befüllt kriegen. Das Problem ist einfach, ich muss das zu wenig machen und dann vergesse ich es wieder, wie ich es das letzte Mal gemacht habe. So, wir fahren einfach mal ganz kurz mit dem durch die Gegend. Warum? Weil wir es können. So. Hoffen wir mal, dass das funktioniert. Das ist schon mal gut. Sie können die Netzfolie was? Es ist na klar die Frage, ob wir noch Stretchfolien brauchen. Rein theoretisch. Jetzt machen wir mal eine Balle. Ich glaube, ich habe nämlich das Stretchfolien-Add-on runtergenommen. Im schlimmsten Fall haben wir dann nur eine nackige Balle hier. Die müsste man dann halt separat wickeln. Ich bin mir nicht mehr sicher, ne? Jedes Mal die gleiche Leier.
sehen wir gleich, was passiert. So, schauen wir mal. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall auch noch die Stretchfolie. Dann müssen wir uns was liefern lassen. Das hilft sonst nichts. Wir hatten nämlich auf dem Multiplayer Probleme damit. Und deswegen habe ich es runtergenommen auf dem Multiplayer. Ich wusste aber gar nicht mehr, dass ich es hier noch drin habe. So, aber wir tun erstmal aufräumen, ne? Ordnung und Sauberkeit. Da lassen wir uns nicht reinschwätzen. So. Und dann lassen wir uns das einfach liefern. Paletten, ich glaube, da war es drin. Stretchfolie. Farbe. Ich hätte gern so ein leichtes Grün. So wirklich so ein ganz leichtes. So. Genau so eins kaufen. Ich glaube, wenn ich die grün mache, ne, die werden trotzdem in weiß eingelagert. Oder wird da die Originalfarbe übernommen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Sonst hätten wir uns das nämlich auch sparen können. So. Auch hier wird es wieder spannend. Aber zuerst machen wir, glaube ich, noch ein kleines Bild, ne? Wenn wir schon hier sind. Mit Sack und Asche. Dann machen wir das auch. So. Bitte lass es gehen. Sehr schön. Ey, das lief ja hervorragend. Mensch, so einfach war es ja schon lange nicht mehr. So, den lassen wir jetzt einfach mal so lange hier stehen. Wir wissen ja nicht, ob wir es nochmal brauchen. So. Loch zu. Und warum macht er nicht? Kann es sein, dass er jetzt einfach da noch ein Problem hatte, weil wir halt, ne, wir waren zu voreilig. Kann da klar sein. Ansonsten leihen wir uns mal vom Nachbarn noch sein Foliengerät aus. So, komm jetzt. Netzfolie weg. Okay. Dann hat es wahrscheinlich was mit dem Status zu tun. Hätte ich da mit Aufbereiter arbeiten müssen. Ich dachte, ich mähe das ab. Ganz normal. Und mache daraus Grassilage. Das müsste doch gehen. Bin ich jetzt gerade Banane? Oder war das... Halt. Ja. Warte. Er kann, glaube ich, nur 150. Ja. Es tut mir leid für diejenigen, die es reingeschrieben haben. Es tut mir leid, dass ihr es wieder revidieren müsst. Ihr dürft gerne reinschreiben, yogischen Trottel. Ich spare euch auch deswegen nicht. Das war das Thema, ne? Nur bis 150. Aber warum ist das so?
Kann mir jemand die Frage beantworten, warum ich nur bis 150 pressen kann und wickeln? So, ich glaube, jetzt müsste es gehen. Ne? Also Netzfolie, ja. Dann machen wir jetzt halt noch eine 125er. Ey, bin ich jetzt Banane? Haben wir deswegen letztes Mal nur 125er gemacht? Oder hakt es jetzt gerade irgendwo anders? Das ist ja eine spitzermäßige Montagsfolge, ne? Obwohl, warte mal, ich habe hier so ein tolles Ding. Okay. Ich würde ja jetzt sagen, ich habe draus gelernt, aber vergiss es. Bis zum nächsten Mal habe ich es wieder vergessen. Versprochen. Ich verspreche es euch. Sack und Asche. Ich wollte extra größere Ball machen, dass ich nicht so 100 Mal fahren muss hier. Aber warum geht es nur? Ist das ein Giants-Ding oder ist es in Real auch so, dass du nur 125er machen kannst? Ist das tatsächlich so? Eieiei, was ist das wieder für eine Montagsfolge? Ne? Es passt zum Montag halt. Sehr, sehr schön. Und wenn sie jetzt so macht, kann ich wieder losfahren. Ne? So. Wir haben doch keine Zeit da. Wir haben noch zwei Wiesen zu bewirtschaften. Ich lasse mal ganz kurz nebenher so ein bisschen die Zeit vorspulen, denn mich interessiert es jetzt natürlich, ob unsere Hofheizung funktioniert. Oder ob das auch nur tagesabhängig abgerechnet wird. Nee, da kommt was rein. Okay. Das sieht gut aus. Es kommt auf jeden Fall Geld rein. Ich glaube, das läuft. Ich glaube, da machen wir einen Reibach. Wir haben aber auch, ne, muss man halt auch sagen, wir haben schon noch ordentlich Kredit. Ne? 225.000 müssen wir auch noch stemmen. Da kommt schon noch ein bisschen was auf uns zu, was wir tun müssen. Einerseits klar, hier die Silageballen sollen dann im Winter auch wieder uns das Geld reinbringen. Aber mit dem neuen Standbein, glaube ich, wird es auch ganz gut soweit. Der nächste Schritt wäre eigentlich noch so einen kleinen Hofladen. Ich meine, jedes Mal muss ich sagen, mich dünkt's. Ich meine, auf ModHub, im ModHub gibt es so ein Set, Hofladen, wo halt wie so eine Theke aussieht, ne? Wo du im schlimmsten Fall auch irgendwie in so ein Gebäude integrieren kannst. Das könnte man vielleicht auch mal noch überlegen. Aber wir sind ja jetzt hier hofnah sozusagen, gemeindenah, wir tun das für das Wohl der Gemeinde was. Wir haben einen kleinen Bioladen angefangen. Bio. Bio muss ich aufpassen. Aber das ist nicht Bio, was du machst. Ja. Und so weiter und so fort, ne? Also ihr seht, ich habe noch ein paar Plänchen. Ich habe noch ein paar Plänchen. Wir haben noch 4 Wochen. Ja, sind es 4 Wochen? Ja, 4 Wochen noch. Dann geht's los mit dem neuen LS. So, gut Freunde, aber ich bin soweit durch. Ich habe ein bisschen was zu tun mit den drei Feldern. Ihr wisst, was dann kommt. Abtransport.
Ballenbock. In dem Sinn wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Das meiste habt ihr schon überstanden. 40.